Icon-Finale. Wir gehen rein. Wir gehen rein, wir gehen rein, wir gehen rein. Jetzt, ich bin gespannt, wer gewinnen wird, ja. Also für mich muss Biggie gewinnen oder Shabab. Sonst, ich bin abgefuckt. Sonst, ich bin genervt, Chat. Als ob die Icon 6 nicht rausbringen würden, Chat, wenn das nicht 100.000 Likes bekommt. Die würden so oder so posten. Ja, wir gehen rein. Alex, danke für deinen Sub im ersten. Es geht los. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, es geht los. Lass mich hier raus. Baba, glaub mir eines Tages, schaff ich es dir wirklich raus. Jetzt bring ich Glück nach Hause. Ist das ein Zeichen, dass Biggie raus ist? Wenn ein Lied von ihm gedingst wird im Trailer? Ich hab gesagt, irgendwer meint, das ist ein Zeichen. Ich tu alles für euch bis zum Tod, denn ich hab es versprochen. Boah, das war oft so. Nein! Bitte nicht! Morgen früh werden uns zwei von euch vieren verlassen. Okay. Aber ihr werdet nicht alleine alle zusammen auftreten, sondern gegen euren Partner. Und nur einer von euch beiden wird überleben. Wie viele Gewinner gibt es, Chat? Nur einen oder mehrere? Ich habe noch nie ein Icon-Finale geguckt, das ist das erste Mal. Auf jeden Fall, Leute, das muss reinkommen. Unbedingt. Shizu Abe, mein Bruder. Das Ding ist, mir ist leid, dass meine Stimme nicht da ist. Wie 100%. Wallah, Billa, Bruder, wir haben gekämpft für diesen Weg, Bruder. 3 Jahre lang in irgendwelchen Garagen bei Minusgrade, Bruder. Wir hatten kein Geld, da man hat. Die Zeiten sind vorbei, Bruder. Denn, Bruder, holt Zeiten das, sind vorbei. Holt das alles raus, Bruder. Die Zeiten sind vorbei, Bruder. Ich bin stark vorbereitet, der Song ist auch top. Einfach Österreich-Akzent, Digga, so lustig. Was geht ab? Mein Name ist Skandal. Hier haben wir meinen Bruder Shabab. Wir haben gleich einen Solo-Auftritt. Skandal vs. Kennern. Ja, meine Stimme hat nachgelassen, ja. Aber so, mal gucken. Mal gucken, was daraus wird. Ich gehe einfach mein Bestes. Schlechtes Mindset. Mein Herz singen und das wird schon. Mein Bruder Shabab vs. Rasha. Der bessere Song und die bessere Performance gewinnt. Wir sind sehr gespannt, wir sind alle sehr aufgeregt. Jeder wünscht sich natürlich weiterzukommen. Aber am Ende des Tages bleibt alles hier Familie. Und auch wenn es ein Konkurrenzkampf ist, nur lieber mein Bruder Kennern, nur lieber mein Bruder Rasha und nur lieber mein Bruder Shabab. Wie ich meinen Solo-Song vorbereitet habe, ich habe schönes Trikot schon vor Icon zwei Wochen davor habe ich den aufgenommen, einfach so. Und dann habe ich den 2-3 Mal gehört und habe gemerkt, okay, das ist eine gute Atmosphäre, beziehungsweise ich spiegel sehr, sehr viele Bilder in diesen Texten. Icon 5, baby. Bin gespannt. Herzlich willkommen bei Tag 9. Last Chance. Heute treten Skandal gegen Kennern und Shabab gegen Rasha auf. Seid ihr gut vorbereitet, Jungs? Was? Ich nicht. Ich schaue nicht. Ich gehe da nicht auf mich. Warum? Was war der Grund? Im Haus ist hier eine Katze eingedrungen. Der hat auf ein Kabel gepisst. Dann hatte ich keinen Akku mehr. Ich hier aus, da sind gefickt. In dieser ganzen Villa habe ich auch keinen Stift gefunden. Dann habe ich mit Steine geschrieben auf Boden den Text. Jetzt muss ich von oben gleich nach unten performen. Den nehme ich hier von oben ab. Ich will noch eine ernste Sache loswerden. Vielleicht hört man auch schon, meine Stimme ist weg. Ich danke jedem und auch der Jury und allem Möglichen an die Jungs, an alle, dass ich überhaupt hier sein durfte. Ich glaube, viele haben nicht damit gerechnet, aber die an mich geglaubt haben, vielen, vielen Dank. Wenn es klappt, würde ich mich freuen. Wenn es nicht klappt, danke, dass ihr bis hierhin alles geschaut habt. Im Kennern. Ich genauso. Genau. Meine Stimme ist leider 100% nicht da. Also ich gebe mein Bestes. Shabab und ich, wir freuen uns gar nicht, dass wir es sind. Ja, ich würde sagen, nur Liebe, seid nicht enttäuscht. Wir geben ja, unser Mann. Bestes. Ich küsse euch. Okay, Jungs, ich weiß, dass es hart ist mit der Heiserkeit. Wir befinden uns am Ende. Aber auch heute werden uns zwei Künstler verlassen. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Eine Sache noch. Jo. Denkt dran, der Verlierer gibt sein Kopfgeld ab an dem Gewinner von der heutigen Challenge. Kann man auf Minus gehen, dann wäre gut. Wer ist denn der Erste von euch, der auftreten möchte? Ich würde auftreten einfach. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen mit Skandal an. Okay. Skandal! Ja, mein Bruder. Gegen wen macht er? Gegen Kennern, ne? Ja.
Ich sag euch ehrlich, ich bin parteiisch für Skandal. Parteiische Meinung kriegt ihr jetzt hier. Ja. Straße. Heimvorteil. Alter, hab ich das vermisst. Ja. Du bist kein Rapper, nur ein Hurensohn am Mike, der im Hinterhof Cafés für ein paar Rubel unterschreibt. Immer Straße, weil ich mich für den Hype nicht bücke. Da lass im Anus deiner Schwester Fingerabdrücke. Ja. Ich wuchs auf zwischen Spielotheken und Schizophren, Junkie-Fotzen, die Tilo ähneln. Hab immer gute Blüten, so wie Bioläden, doch wird lieber mit mir selbst als mit der Kripo reden. Sie verlieren schnell Respekt, wenn du Gesicht zeigst, deshalb kam ich auch mit Maske in das Biss rein. Dieses Leben zeigte mir nur ihre Schattenseiten, kenn meine Handynummer nicht, dafür mein Aktenzeichen. Schweizer Hurenberg, mehr als Schweizer Huren wert. Du wärst auch Blamage, wenn du keine Hure wärst. Meine Weste ist nicht weiß, sondern kugelsicher, und wenn ich ziele, trifft die Kugel sicher. Pussy! Ihr wollt meinen Schatz, den könnt ihr haben. Tief in deiner Mutter hab ich meinen Schatz begraben. Ich will nicht viel reden, es sprechen nur Taten. Auffällig, unauffällig, aller Bin Laden. Push, push, weil ich muss, muss, tag, tag, schluck, schluck. Es fallen Schüsse in der Hood. Push, push, weil ich muss, muss, tag, tag, schluck, schluck. Allein all den Muck. Push, push, weil ich muss, muss, tag, tag, schluck, schluck. Es fallen Schüsse in der Hood. Push, push, weil ich muss, muss, tag, tag, den Muck, tag, tag, den Muck. Meine Welt schwarz-weiß, Akromatopsie. Shababs aus der Sandkassen, Tag und Nacht aktiv. Lauf seit Jahren auf der Street, bequem in Pantoletten, genauso wie die Sauerfie bei One Piece. Fick das Finanzamt, weil ich Unterhand bezahle. Und weil ich eure Mütter ficke, muss ich Unterhalt bezahlen. Es ist ein Skandal, wenn Skandal wieder einsteigt. Und Tilo ist so dünn, er gibt mit seinem Körper High Five. Ha, ihr wollt meinen Schatz, den könnt ihr haben. Tief in deiner Mutter hab ich meinen Schatz begraben. Ich will nicht viel reden, es sprechen nur Taten. Auffällig, unauffällig, aller Bin Laden. Push, push, weil ich muss, muss, tag, tag, schluck, schluck. Es war ein Schuss in der Hut. Push, push, weil ich muss, muss, tag, tag, schluck, schluck. Allein all den Muck. Push, push, weil ich muss, muss, tag, tag, schluck, schluck. Es fallen Schüsse in der Hood. Push, push, weil ich muss, muss, tag, tag, den Muck, tag, tag, den Muck. Okay, war geil, Digga. Fickt eure Mütter. W's, Chat, W's. Guter Song. Guter Song. War W. Ja, Skandal. Yo. Wir bitten einmal den Nächsten nach vorne. Wir danken für deinen Auftritt. Herzlichen Dank. Sehr geil gewesen. Kenan. Ah. Wieder mir, ich will nur hier raus aus diesem Loch. Sag mir, wann kann ich hier raus aus dem Loch? Und immer wieder, wenn ich rauslauf mit den Jungs, schlägst du immer einen Trap aus. Sind auch immer wieder richtig down drauf, Herz ist auf. Also nimm nur einen Zug. Zu viel Scheiße gefressen, Gott wollte uns testen. Walla, wir sind alle kaputt. Denn ich kann auch nicht, ich denke, schon so versuche zu kämpfen. Ja, eines Tages wird's gut. Und immer wieder, wenn ich rauslauf, muss ich mir's mal bauen, denn die Sorgen sind groß, ey. Und immer wieder, wenn ich rauslauf, muss ich mir's mal bauen. Oh, ah. Bin der Junge von nebenan, ständig Krisentaten sind ekelhaft. Weiß nicht, ob ich mit dem Mann nicht reden kann. Zu viel Kopfwix, du richtige Lass. Bin der Junge von nebenan, ständig Krisentaten sind ekelhaft. Weiß nicht, ob ich mit dem Mann nicht reden kann. Zu viel Kopfwix, du richtige Lass. Ich will raus aus diesem Loch, aber es geht nicht. Shaitan flüstert in mein Ohr. Bleib hier in dem Käfig, das Leben ist eklig. Mutter am Weinen, mein Kopf, der dreht sich. Nichts bleibt für ewig, außer die Fam im Haus. Du verstehst nicht, wenn ich sag, ich will raus. Mutter war zu viel am Leiden, oh, ah. Nein, du kennst nicht meine andere Seite, oh, ah. Die Seele ist tot für mich wie eine Leiche, oh, ah. Mein Herz ist am Schreien, aber ich bleibe leise. Ob ich mit dem Mann nicht reden kann. Zu viel Kopfwix, du richtige Lass. Bin der Junge von nebenan. Von nebenan. Bin der Junge von nebenan. Man hört, seine Stimme ist weg. Und er muss am Ende immer 5 Wörter sagen.
Ich fand Skandal besser, aber er fand nicht schlecht. Also ich fand es gut. Ich würde eher Kenan seinen Song im Auto hören. Als nächstes würden wir rascher. Aber Skandal fand ich so technisch besser. Skandals Performance besser. Checkt ihr, was ich meine? Wie fand ich Finale schwach, ja? Bar. Nicht sein bestes Lied. Okay, rascher. Scheint, ist mein Herz nicht mehr bereit wie im Winter. Wie im Winter. Es wird kalt wie im Winter. Dennoch, wenn die Sonne scheint, ist mein Herz nicht mehr bereit wie im Winter. Wie im Winter. Die Straßen leer und mein Herz ist kalt. Armatur im Bett voll mit Teig. Lass sie gehen, ich will sie nicht sehen. Fahre weg, wieder vor Problemen. Viel zu schwach, ich halte es nicht aus. Gedanken nachts gehen nicht mehr raus. Kann schon sein, ich hab viel bereut. So viel gemacht, aber nur enttäuscht. Gesichter lachen, doch lügen viel. Du willst vertrauen, aber glaub mir sie. Nutzen das aus, dass du selber siehst. Sie sind grad so, bedrücken dich tief. Sag mir, bist du noch Tata? Dachte, wir wären Pablo und Tata. Aber manchmal denk ich nach um das, was war und sag, es wird kalt wie im Winter. Dennoch, wenn die Sonne scheint, ist mein Herz nicht mehr bereit wie im Winter. Wie im Winter. Es wird kalt wie im Winter. Dennoch, wenn die Sonne scheint, ist mein Herz nicht mehr bereit wie im Winter. Wie im Winter. Doch es sollte nicht so sein. Gott hat einen anderen Plan, ja, ich weiß. Vielleicht können wir uns verzeihen. Vielleicht bleibt es dabei. Hey, ich finde die Hate zu viel. Es ist gut. Prasseln auf meinem Dach. Dachte ehrlich, das mit uns hätte auch irgendwann geklappt. Es ist kalt wie im Winter. Denn auch wenn die Sonne scheint, ist mein Herz nicht mehr bereit wie im Winter. Wie im Winter. Es ist kalt wie im Winter. Wie im Winter. Es ist kalt wie im Winter. Wie im Winter. Also Hook war sehr oft, ne? Man hat es sehr oft wiederholt, aber ich fand es nicht so schlecht. Also ich habe zu viele Rasha. L's gesehen im Wir Chat. Wir bedanken uns für deinen Auftritt. Wir bitten dann einmal Shabab nach vorne. Ich fand besser als Kenan sein Ding. Okay. Jetzt kommt Shabab oder nicht? Habe ich falsch verstanden? Aha. Oder warum rauchst du, Bruder? Zeig. Asch mich voll mit Marlboro Zigarre. Halt dich fern von dem Gift, sagt der Vater viel zu oft. Fall in ein Loch. Zu tief, so wie Niagara. Zwischen Asphalt und die Welt, die nie da war. Wir träumen groß. Und ich blick zum Mond. Asch mich voll mit Marlboro Zigarre. Halt dich fern von dem Gift, sagt der Vater viel zu oft. Fall in ein Loch. Kenner löscht das Feuer in mir. Deshalb saß dein Sohn immer nachts im Revier. Ich liege nachts im Bett, es tut weh, dich so zu sehen. Para papa papa, sing die Melodie im Bento. Para papa papa, hey, McDonald's Sound einfach. Para papa papa. Mein Block ruft ahla Shabab. Bis spät in die Nacht. Push push das Paket Paket, hash hash. Walla, was soll ich dir sein? Kaputte Generation, Bruder, der ganze Block hängt. Okay, jetzt. Ich bin voll mit Marlboro Zigarre. Halt dich fern von dem Gift, sagt der Vater viel zu oft. Fall in ein Loch. Aschen, was hast du so wie die Zigarre? Zwischen Asphalt und die Welt, die da war, wir träumen groß. Und ich blick zum Mond. Und nochmal laut, und nochmal laut. Aschenbecher voll mit Marlboro Zigarre. Halt dich fern von dem Gift, sagt der Vater viel zu oft. Fall in ein Loch. La 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 la
McDonald's, Bruder. Ba-da-ba-ba-ba. Geil! Baba, Amalaroy, ey, die haben, das waren noch nicht deren letzten Songs, ne? Shabab, danke für deinen Auftritt. Wir das geht gerade nur, wer rausfliegt jetzt, ne? Jetzt auch nochmal nach vorne. Oder? Das waren nicht die letzten Songs. Ja, Punkt angelangt. Dann haben die safe nicht ihren besten Song rausgelassen, checkt ihr? Weil die gleich noch den besten Song brauchen. Wo nicht jeder dasselbe Durchhaltevermögen hat. Die haben so einen Reservesong gesungen gerade. Und es werden immer weniger Künstler. Reservesong. Ab sofort wird jede Entscheidung sehr hart. Okay, jetzt bin ich gespannt. Warum bestell ich kein Essen nehmen? Der Song war geladen mit Punchlines. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dazu zu hören. Es waren sehr unterhaltsame Lines, muss man sagen, aber auch sehr harte Lines. Ich fand, deine Parts waren auf jeden Fall viel stärker als die Hook. In der Hook habe ich noch ein paar Defizite gesehen, auf jeden Fall. Zu Kennern muss ich sagen, ich fand die Beat-Auswahl nicht so gut. Schwächeren Songs, die du hier gemacht hast. Safe. Ja, das Ding ist, ich habe meinen schwächeren Song genommen, weil ich keine Stimme mehr habe. Das war, glaube ich, das war meine letzte Stimme, die ich rausgehauen habe. Ja, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Boah, ansonsten hätte ich ihn schon rausgeschickt mit der Aussage. Aber dennoch Respekt auf jeden Fall, dass du trotzdem hier stehst. Er hat ihn schon rausgeschickt, Chat, mit der Aussage. Bei Rasha, bei dir hat man auch gemerkt, du bist auf jeden Fall angeschlagen. Ich fand deine Performance viel zu ruhig. Und auch an der Struktur des Songs hätte man, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle was besser machen können. Shabab, deine Hook und der Vibe des Songs war sehr, sehr stark. Und auch die Performance hat mir gut gefallen, obwohl du angeschlagen bist. Okay, Jungs. Die Künstler, die heute weiterkommen, sind in der Top 6. Okay. Und auch heute müssen wir uns hart entscheiden. Ich komme zum ersten Duell. Skandal gegen Kennern. Der Künstler, der sich den Platz für die Top 6 hier in Malaga gesichert hat, ist Skandal. 100% verdient. Aber W Kenner noch. W Kenner, aber verdient weiter. Skandal. Skandal. Ich mache einen Skandal. Ich würde dich dann wieder bitten, in die Villa zurückzukehren. Habibi. W Snitchat, Jungs. Haben wir auch zu der das Bild von Kenner gerade. Zwischen Shabab. Und Rasha. Ihr seid beides Künstler, die es hier sehr weit geschafft haben. Shabab muss weiter. An ihre Grenzen gekommen sind. Ihr habt uns sehr überzeugt bis zum heutigen Tag. Ihr habt sehr gute Leistungen abgeliefert. Dennoch müssen wir uns gegen einen entscheiden. Okay. Ihr seid beide angeschlagen. Und es wird immer schwieriger für euch. Das berücksichtigen wir natürlich. Dennoch haben wir uns entschieden, dass der letzte Künstler, der in die Top 6 einzieht, Shabab, kein geringerer als Shabab ist. Woo! Gut, gute Entscheidungen. Aber W Rasha, ich finde den echt nicht schlecht. Das sind zwei Stars hier, nur dass ihr wisst, einmal nachkommen. Die Babas sind da. Baba-Geld, einmal nachkommen. Ja, Mann. Ey, wir haben auf jeden Fall. Wir sagen gut, aber Sachen. Rasha, Kenan, für euch hat es dieses Jahr nicht gereicht. Dennoch sehe ich für die Zukunft. Dabis für die Jungs in den Chat, Jungs. Auf jeden Fall Potenzial. Ich hoffe, ihr konntet Erfahrungen sammeln. Ihr könnt was lernen. Und wir erwarten auch nach Icon 5 von euch hoffentlich Baba-Songs. 1000%. Ja, Kenan, ich bin trotzdem mega stolz auf dich. Damals bei Icon 4 hast du nicht deinen Hack bekommen. Dennoch muss man hier sagen, dass du hier alles erreicht hast, was du erreichen wolltest, denke 100%. Ich. Du bist an deine Grenzen gestoßen, aber Kennen ich glaube, raus. Du bist selber damit Rasha einverstanden, raus. Wenn du auch heute Krass. Aussteigst, weil du auch selber, glaube ich, merkst, dass du nicht mehr 100% geben kannst. Aber du sollst wissen, dass du uns sehr überzeugt hast und ich denke auch sehr viele da draußen. Du hast allen gezeigt, dass wirklich was sehr Großes in dir steckt. Dankeschön, danke. Und dann Rasha, du bist das dritte Mal hier bei Icon und du bist bei dem dritten Mal bis unter die letzten 8 gekommen.
Und diesmal ist die Konkurrenz sogar noch stärker als je zuvor. Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, Jungs, ihr beiden könnt extrem. Der hat auch geliefert jetzt nach Icon. Auch wir, das mit seinem Lied. Kalter Dezember, war gut. Ihr wart ein sehr großer und ein wichtiger Bestandteil vom Turnier und habt ihr extrem gute Songs abgeliefert. Und wir hoffen auf jeden Fall in Zukunft noch mehr von euch zu hören und dass ihr auf jeden Fall euren Weg gehen werdet. Und wir wünschen euch alles Gute auf eurem weiteren Weg. Dankeschön, Dankeschön. Okay, jetzt wird spannend, jetzt wird aber spannend. An jeder, der zuschaut, ich liebe euch alle. Seid bitte nicht traurig, dass ich rausgeflogen bin. 100%. Es ist normal. Ich habe wirklich alles gegeben. Ihr müsst euch vorstellen, jeden Tag gebe ich 100% meine Stimme. Eine Zeit macht leider meine Stimme nicht mehr mit. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich euch nicht enttäuscht habe. Ich habe mein Bestes gegeben. Und somit sage ich danke an alle. Ich küsse eure Herzen. Ihr seid die Geilsten. Ich würde mich auch nochmal vielmals bei der Jury bedanken. Danke an Xandro, an Bezan und an Emre. Ja, auch. Ihr seid Baba Jungs. Alle. Ihr seid die Geilsten. Ihr macht sehr, sehr viel vom Turnier aus. Ihr habt uns immer motiviert. Auch jetzt, wo meine Stimme weg war. Ihr habt mich immer motiviert. Ihr habt gesagt, mach, zieh durch. Gib alles, was du kannst. Deine letzte Kraft. Wie ihr hört, ich werde diesen Jury. Oh. meine Stimme ist weg. Nein, Spaß. Es ist hier nicht zu Ende. Es fängt gerade erst an, Habibis. Ich liebe euch. Genau so. Seid nicht enttäuscht. Top 8. Digga, seine Stimme ist ja noch viel mehr weg. Alikim Salam. Wir sehen uns. Habibi. Wir gehen jetzt einfach nach Deutschland. Wie ihr schon vielleicht die Folge gesehen habt, ich bin raus. Kenan und ich haben es leider nicht geschafft. Trotzdem viel, viel Liebe und vielen, vielen Dank an alle, die uns bis hierhin supportet haben. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Jeder, der zuschaut, fühlt euch alle geküsst. Ja. Alles. Viele, viele Liebe an euch. Leider hat seit gestern... Zu viel Liebe langsam ungefähr, an mich. Ein bisschen meine Stimme nachgelassen. Ich habe auch ein bisschen Schmerzen hier. Aber soll keine Ausrede sein. Man muss über seine Grenzen gehen. Und ich wollte mich einfach nur noch bei Emre, BZ und Xandro, bei der ganzen Jury, bei Colin von ganzem Herzen bedanken, dass sie so an mich geglaubt haben, dass ich jetzt hier sein darf. Es war mir eine Ehre. Ich wollte mich bei jedem Einzelnen bedanken. Ich hoffe, ihr versteht das, dass meine Stimme nicht mehr da ist. Deswegen habe ich einen ruhigen Song genommen. Ich finde es eigentlich gar nicht schlimm. Irgendwo ist es traurig, aber andererseits auch nicht. Da ich jetzt zum dritten Mal hier bin bei Icon 5. Ich war schon bei Icon 2, Icon 4 hier. Und so weit bin ich noch nie gekommen. Jeder wird jetzt sagen, traurig, aber ich bin nicht traurig. Ich bin mit Recht rausgeflogen. Meine Stimme hat leider nachgelassen. Ich habe mein Bestes gegeben, aber da muss ich leider einen ruhigen Song nehmen, wo ich halt nicht so hoch singe und nicht mal 100% geben kann. Ich kann nur an euch appellieren und empfehlen, hier bei Icon mehr Talent zu beweisen. Das ist auf jeden Fall ein großes Sprungbrett, wenn ihr davon träumt, viel Musik zu machen. Die Jungs sind perfekt für euch da. Die geben euch Feedback, die bauen euch auf und die werden zum eigenen Charakter. Willkommen. Jetzt geht's bei weiter. Tag 9. Jetzt geht's weiter. Oh shit. Ihr 6 Künstler seid die 6 Finalisten von Icon 5. Hiermit heiße ich euch herzlich willkommen im Halbfinale. Oh shit. Halbfinale? Ist das das letzte Folge? Ihr habt jetzt noch eine letzte Hürde vor euch und einen letzten Schritt, bevor ihr die Top 5 von Icon erreicht. Das heißt, es wird noch ein einziger Künstler von euch die Show verlassen müssen, bis wir es bis zum Ende geschafft haben. Für die letzte Challenge werdet ihr 6 noch ein letztes Mal zusammenarbeiten müssen, und zwar in der Icon 5 Cypher. Ihr 6 Künstler werdet gleich alle zusammen miteinander arbeiten, um einen Beat zu finden, auf dem jeder sich ein letztes Mal präsentieren kann. Ihr werdet dann heute Abend eure Cypher vor der Jury performen und der Schwächste von euch wird die Challenge verlassen. Das, hä? Die Top 3 Finalisten werden dann von dem Publikum ausgelost, um festzustellen, wer der ultimative Gewinner von Icon ist. Nehmt euch jetzt nochmal die Zeit, tut jetzt nochmal alle eure Köpfe zusammen, um eure letzten Reserven aus dem letzten Loch zu holen, um diese letzte Hürde zu überstehen. Ich wünsche euch hiermit allen viel Glück und viel Erfolg für diese letzte Challenge.
Komm, Biggie. Ich würde ein letztes Mal die Top 6 bitte nach unten rufen. Oh shit. Oh shit. Jetzt geht's zur Sache. So Jungs, herzlich willkommen zu eurer letzten offiziellen Challenge vor der Jury von Icon 5. Ihr alle könnt sehr stolz auf euch sein, denn ihr seid durch Höhen und Tiefen gegangen, um an diesem Punkt heute stehen zu können. Auch wir als Team von Icon und als Jury von Icon sind sehr stolz auf jeden einzelnen von euch und bedanken uns bei euch allen, dass ihr hier teilgenommen habt. Biggie muss weiter. Ihr selbst hattet die Aufgabe, heute eine Cypher vorzubereiten. Einer von euch wird uns heute verlassen. Und die restlichen 5 bilden die Top 5 von Icon 5. Das heißt, der Platz 1, Platz 2 und auch Platz 3 von Icon 5 wird durch Community Votes ausgewählt. Damit ist alles gesagt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß bei eurem letzten Auftritt vor der Jury. Ah! Wer fängt an? Oder Cypher alle? Ei, alle! Okay. Bio, Bunker die Package und Reno weg und sorgt dafür, dass die Kripo davon nichts erfahren kann. Hunderte Pussys, die reden zu viel und bezahlen dann. Selber schuld, Pussy. Für ein Kali-Paket wirst du schnell Assist. Sondern der mit dem Mittler, wir in der Tour. Tote Leitung, ey, schick keine SMS. Keine Els bei uns, der wir gewinnen. In meinem Kofferraum hab ich Plakata. Von Düsseldorf bis nach Malaga. Wenn du Faxen machst, dann mit dabei, ja. Selim Kafana. Away. Bleib immer noch in meinem Mina. Contest in mein Sativa. Away. Smoked hash straight from Tanja. Ey, Capricks in mein Janta. Fahr Ragas from the Zanta. Sitz im RS, gib Kiki im RS. Sie liebt den RSIS, sie liebt Chassa TS. Zero Tachschisch im Waraka OCB. Hoya, ja, ich geb Benzin auf alle Enemies. Meine Mille hab ich parat, mein Bruder guck wie ich is. Hey. Habe keine Wahl, bleibe original, meine Seele bleibt Atrazit. Yeah. Und für mein Enkel sorgt, sei diese Schabelchen nochmal ich hip. In den 16. Stock, Bunker, Barrett, Schöne Zeit, Generation, kriminell und abgefahren. Verdänner Job, ich bleib wach die ganze Nacht. Generation, 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 Verdänner Job, Verdänner Job, Job. Kriegst du Anruf bei Nacht, musst du planlos verhandeln. Bin ständig gefangen im dunklen Wagen. Blutige Nasen, Taifun auf Straße. Vater der Szene, Skandal ist mein Name. Kavallerie hinter mir, zieh die Heckler und kochst für eine laufende Blutbahn. Artillerie für mein Team, sag mir, wer will uns ficken, wir kommen vermummt dran. Hinter mir Bodies ab, ein Büttel in der Goya. Seh keine Sonne, mein Ghetto kriegt Paranoia. Die Gegend heißt mein Bruder, wir spielen mit Feuer. Um uns Dämonen, mein Ghetto kriegt Paranoia. Biggie muss, Biggie muss. Bin ne andere Generation. Ich lief durch den Wald bis ans Meer. Wenn ich komme, dann kennt er dein Boot. Fertig la schon. Denk nur dran, wie ich mehr von bekomm. Doch mit jedem Schein wurde mein Herz zu Beton. Generation, kriminell und abgefahren. Ferdel Aschon, schneif wach die ganze Nacht. Generation, 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 Generation. Ferdel Aschon, Ferdel Aschon, Ferdel Aschon, Ferdel Aschon. Biggie ist so geil, ne? Aber Biggie hat auch viel zu viel Platz bekommen. Er kann gar nicht rausfliegen. Wie soll er da so rausfliegen mit so viel Platz? So abgeliefert auch. Vielen Dank, Jungs, für diesen Auftritt. Wie viele rauschat? Wie viele? Ich bin ein bisschen traurig, weil das der letzte ist, den wir von euch bekommen haben. Ich bin mega stolz auf euch. Ihr habt das mega geil strukturiert. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ihr habt das genau richtig gemacht. Man kann Icon besser nicht repräsentieren. Dankeschön für diesen geilen Auftritt. Ja. Ja.
mit Bajor. Bajor, ich habe auf jeden Fall gemerkt, war super. Du hast dir das zu Herzen genommen, was ich letztes Mal angesprochen hatte. Jetzt weiß ich, wer der ganze Part auf Türkisch. Fand ich auf jeden Fall gut. Ich war direkt drin, du hast mich direkt abgeholt mit deinem Einstieg. Ich war nur noch am Nicken, ich war voll im Film. Sehr geil auf jeden Junge, Fall. Junge, was hat Peter für große Ohren, Alter? Shabab, ich fand heute deine Performance, für mich war das einer der stärksten Performances, die ich von dir gehört habe. Vor allem die tiefe Stimme, wie du die eingesetzt hast, du hast auf jeden Fall daran gearbeitet, das kam so krass auf diesen Beat, das ist echt sehr stark gewesen, ich muss sagen. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Ich finde auch der Stimmkontrast, den er hob zwischen Biggie und Babo. Baril, Baril! Baril. Würde ich sagen, war auf jeden Fall sehr geil, hat sehr geil harmoniert. Ihr habt, also ich kann nur einen großen Lob an den hier aussprechen. Ich finde auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung. Auch jetzt Azu, also du hast heute wieder mal geblendet. Also du hast jetzt ja nicht eine schlechte Leistung hier abgegeben. Ich fand nicht so gut. Und Skandal auch von dir. Sehr starke Leistung, geile Line, geile Performance. Ich glaube, das war einer der wenigen Momente, wo ich dich wirklich mal abgehen gesehen habe. Skandal! Hey, warte! Beende! Hat Skandal sogar eine neue Cap? Skandal! In diesem Knast Bayer ist unser Designer geworden. Jeder hat seine Klamotten an. Biggie, ich muss sagen, du hast auf diesen Song der fette Dank. Ach, Bruder, was ist das für ein Name? Danke für deine 5. Einzigartig. Ich finde wirklich eine sehr starke Leistung, die du gebracht hast. Vor allem, wenn man sieht, von Icon 3 bis jetzt hast du wirklich eine riesen Steigerung gemacht. Eine riesen Steigerung. Hey. Jetzt kommen wir zu einem traurigen und auch schönen Moment zugleich. Es wird traurig, denn wir müssen uns noch mal von einem weiteren hier verabschieden. Das letzte Mal. Und es neigt sich hier zum Ende zu. Krass. Das Schöne ist, wir haben die Folgen abgedreht und die Leute da draußen, die wissen noch nicht, was sie erwartet. Wie viele Zuschauer haben wir? Wir werden Deutschland mit diesen Folgen auf den Kopf stellen. Ihr habt alles nur 122k, Digga. Das ist mehr als erster Eli Geller Cup. Vito, mein Bruder! Ja, sicher! Vito, krass! Wir werden euch jetzt die Entscheidungen verkünden. Okay. Dafür würden wir euch bitten, einmal in die Villa zurückzukehren. Wir fangen an mit Shabab. Shabab, du kannst direkt hier bleiben. Wenn Shabab gleich hochkommt, würden wir bitten, den nächsten Künstler runterzukommen. Und das heißt, Shabab ist weiter. Als ob die direkt sagen, nee, du bist raus und alle anderen sind weiter. Shabab. Oder? Du bist der Erste, der hier vor uns steht. Yes. Und auch du wirst heute eine wichtige Entscheidung treffen müssen, das letzte Mal in dieser Challenge. Okay. Shabab, wir werden dich jetzt vor eine Wahl stellen. Wahl? Und du wirst dich entscheiden müssen. Okay. Shabab, in den letzten 2 Wochen bist du zu diversen Kopfgeld-Challenges angetreten und hast inzwischen ein Kopfgeld von 2.500 Euro angesammelt. Du hast jetzt die schwierige Aufgabe, einen aus dem Team, in dem ihr heute aufgetreten seid, zu eliminieren. Falls du niemanden eliminierst, trittst du damit dein Kopfgeld ab und gehst mit 0 Euro nach Hause. Ich entscheide mich für die zweite Option. Das heißt, du möchtest keine Entscheidung aufschreiben. LOL! Und dafür WC-Chat aus dem Turnier gehen. Richtig. Oha! Dankeschön. Jalla. Jalla. Du hattest gerade einen mega guten Auftritt. Du bist sehr weit gekommen und du hast bisher immer sehr gut geglänzt. Und über die letzte Zeit konntest du dir ein Kopfgeld
von 1.166 Euro sicher. Dennoch wirst du jetzt vor eine harte Entscheidung gestellt. Biggie, du hast jetzt die harte Entscheidung, einen von euch sechs zu eliminieren. Solltest du dich dagegen entscheiden, jemanden zu eliminieren, Biggie wird nicht. Wirst du dein ganzes Kopfgeld abtreten. Ja, Biggie wird eh nicht. Wofür möchtest du dich entscheiden? Geld ist nicht alles. Nimm dieses Geld. Ich entscheide mich für keinen. Jeder war stark und das war's. Ich nehme keinen seinen Hack. Nimm dieses Geld. Schön. Digga, bei okay, Biggie wusste man. Bei Biggie wusste man vorher schon. Major, auch du hattest einen harten Weg bis hierhin. Doch auch heute wirst du eine schwierige Aufgabe erledigen müssen. Du hast dir ein Kopfgeld von 2.500 Euro bis hierhin verdient. Doch jetzt ist deine Aufgabe, einen von euch sechs zu eliminieren. Ich finde es nicht schlimm, wenn jemand wen rausvotet. Oder du tretest dein Kopfgeld ab. Immer macht er sowas. Ich werde keinen rauswählen, steht nicht in meiner Macht. Ich finde, wir haben alle abgerissen. Und ich bleibe bei meiner Entscheidung. Digga. Ich weiß auch jetzt schon, dass diese Entscheidung niemals bereuen werde. Deshalb bleibt kein Name. Digga, wenn jetzt irgendwer wen nennt, dann ist er die größte Snitch. Okay. Alles klar. Ganz Platz nennt man. Dankeschön. Man würde sich jetzt so unsympathisch machen, wenn man wen rauswählt. Auch du hast einen sehr weiten Weg hinter dich gebracht. Wir sind sehr stolz auf dich. Ich küsse dein Herz. Du hast hier eine sehr gute Leistung abgeliefert. Aber auch du wirst heute noch eine schwere und letzte Entscheidung treffen müssen. Azu, du hast jetzt eine Wahl, die du treffen musst. Entweder eliminierst du eine Person aus deiner Sechsergruppe von heute. Ich werde niemanden eliminieren aus meiner Gruppe. Oder du trittst dein Kopfgeld in Höhe von 4.667 Euro ab. Okay, dann tritt ich das ab, ja. Ich werde auf jeden Fall keinen Namen aufschreiben oder sowas. Okay, dankeschön. Easy. Bro, einer schreibt, Azur hat so geile Lippen. Was ist los mit dir, Jamil, Bro? Barré, du bist verrückt. Gehörst auch zu den sechs letzten von Icon 5. Wer hätte es gedacht, dass du als Nicht-Live-Künstler es so weit schaffst? Wir sind mega stolz auf dich. Du hast immer sehr geglänzt. Dankeschön. Dennoch wird es jetzt sehr hart für dich. Dein Kopfgeld beträgt aktuell mit am meisten von 5.000 Euro. Diese schmeckt. Dennoch diese schmeckt. Wird es jetzt nicht in der Entscheidung für dich schmecken. Weil du musst einen von euch sechs eliminieren. Solltest du dich dagegen entscheiden, wirst du dein komplettes Kopfgeld abtreten. Ja, ich entscheide mich auf jeden Fall dagegen. Was heißt? Digga, wie unkorrekt, Bruder, die wollen nur das ganze Geld behalten. Okay, wir danken dir. Kein Problem. Jetzt hat er kein Geld mehr, oder was? Hä, wie unkorrekt. Skandal. Auch du hast einen sehr weiten Weg hinter dich gebracht. Für uns als Jury warst du ein Phänomen. Und hast uns die wollen ein bisschen sehr sparen. Geld einsparen. Und Punchlines vollgeballert. Danke auf jeden Fall dafür. Ich hab zu danken, dass du mir die Plattform gegeben hast. Es war auf jeden Fall eine große Bereicherung, auch mit dir zu arbeiten. Herzlichen Dank. Skandal, du hast dir in den letzten zwei Wochen hier in Malaga ein Kopfgeld von 1.167 Euro verdienen können. Es geht heute um den Einzug in die Top 5. Und auch du musst eine finale Entscheidung treffen. Skandal, du hast jetzt die Wahl, einen aus was, deiner heutigen Gruppe votet? Zu eliminieren. Was, wenn keiner votet? Oder du trittst dein Kopfgeld von 1.167 Euro ab. Was ist deine Entscheidung?
Lass mich einmal noch mal kurz durchgehen, wer alles dabei war. Ich werde jemanden wählen. Nee! Wen willst du? Ich will Skandar. Das heißt, du entscheidest dich für dich selbst. Richtig. Hä? Warum? Dann würden wir jetzt die anderen Künstler ans Mikrofon bitten. Er hat für 1000 Euro sich selbst gewählt? Er wollte diese 1000 Euro unbedingt haben, ne? Liebe Top 6 von Icon 5, ihr alle wurdet gerade vor eine Wahl gestellt und habt euch alle dazu entschieden, euer Kopfgeld abzutreten, bis auf eine Person. Eine Person hat jemanden gewählt. Spaß, gell? Mit wem macht ihr diese Fitna? Hört auf, die Filme zu machen mit uns. Die Person, die eliminiert wurde, ist Skandal. Skandal hat sich selber eliminiert und hat jetzt noch eine schwierige Aufgabe. Denn Skandal, du musst jetzt dir einen von deinen Partnern aus der heutigen Challenge einen aussuchen, gegen den du morgen antreten wirst in einem Songwettbewerb. Was? Was? Das Songwettbewerb wird deine letzte Chance sein für den Verbleib im Turnier. Er hätte dich doch ausgevotet. Wen wählst du? Guck mal, es gibt einen, gegen den ich gerne antreten würde. Das ist Skandal. Genauso wie ich mich selber rausgewählt habe, genauso will ich mich auch selbst herausfordern. Was laberst du da? Guck mal, ich will mal was klarstellen. Genauso wie ich hier hingekommen bin und euch mein Wort gegeben habe, dass ich einen Skandal machen werde, genauso werde ich mich verabschieden. Ich werde selber entscheiden zu gehen, ich werde niemanden herausfordern und genauso werde ich nach Hause gehen. Du bist der Einzige, der sein Kopfgeld behält. Ja, macht Sinn, wenn er gehen will. Und dir werden mit 1167 Euro ausgezahlt. Wow. Besteht die Möglichkeit, das Geld hier zu lassen? Was soll man? Besteht die Möglichkeit, das Geld hier zu lassen? Ich bin daran interessiert, 1117 Euro hier zu lassen. Und die 50 Euro zu bekommen, genau die, die ich euch gegeben habe. Um das zu beenden, ihr könnt das Geld haben, teilt das bitte auf die Gruppe auf. Ich verabschiede mich. Einmal wie Skandal leben. Ja, wir leben alle. Deswegen. Ist das okay? Biggie weint? Ich, glaube, ich will keinen einzigen Cent davon haben. Als ob Biggie weint, Digga. Also Skandal. Das Geld wird auf jeden Fall auf deinem Konto landen. Ich habe kein Konto. Du hast kein Konto? Nein. Dann wird es per Post bei dir ankommen. Ich wohne auf der Maxstraße 5. Das ist ein Obdachlosenheim. Dann wird es dir vorbeigebracht. Die Klauen. Was du dann mit dem Geld machst, ist deine freie Entscheidung. Skandal, wir bedanken uns bei dir ganz herzlich für deine Teilnahme. Du warst eine Riesenbereicherung für die Show. Wir danken dir, dass wir dich kennenlernen durften. Du hast uns immer sehr gut unterhalten. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass wir ein Teil auf deinem Weg bleiben werden und weitere Skandale von dir sehen werden. Darf ich noch eine letzte Nachricht mitgeben? Gerne. Ich gebe jetzt mit, das ist noch Icon 5. Icon 6 wird genauso wie zu Icon 5 ein bestimmter Künstler kommen.
Und genauso wird zu Icon 6 ein ganz bestimmter Künstler kommen. Der wird maskiert sein. Lasst euch überraschen. Vielleicht werden es auch zwei sein. Grande! Und jetzt? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Jamdal, wir würden dich dann einmal zurück in die Villa betten, um deine Koffer zu tragen. Digga! Künstler, ihr gehört zu den letzten 5 von Icon 5. Fliegen jetzt so 2 raus? Bruder, schaut, Samana, ich bin aus wie Bruder. Kalik, danke für den Prime Sub. Ich hab diese Scheiße gemacht, Bruder. Barbe, ein Song gedroppt, nächstes Song jetzt in die Icon 5, Top 5. Walla, krass, Bruder. Weißt du, vor einem Jahr, Mann, ich hab dich da mal. 10 Euro, Bruder, das wäre dünner. Und jetzt kann sein, man wird bald mit der RS und so, weißt du? Meier, Bruder. Aber ich sage euch ehrlich, mein Cousin wird auch noch Icon 6 kommen. Er wird auch sehr, sehr viel Krach machen. Auch ein Kurdi, Erbüzü. Und ich liebe euch. Danke an die ganze Crew und an die ganzen Leute. Ich liebe euch und passt auf euch auf. Morgen! Wesh, wesh, Icon 5, baby. Ich danke mich auch an jeden Einzelnen. War mir eine Freude, hier teilzunehmen. Und da gibt es eigentlich nicht viel zu reden. Ne? Jeder weiß schon, dass es Real Life, kein Anime. Stamm. Ich schätze es auf jeden Fall zuerst mal Dankeschön an die ganzen Jury, an das ganze Team, dass wir hier teilnehmen durften. Das ist auf jeden Fall eine sehr geile Erfahrung gewesen. Ich habe nicht viel zu sagen. Bei mir die Enttäuschung sitzt sehr tief, dass der Skandal rausgeflogen ist und das gemacht hat. Ich liebe dich, mein Bruder. Zero, danke für den zweiten, für euch Präsidenten. Dankeschön, mein Bruder. Ja, wie soll ich anfangen? Danke an alle, danke an die Leute da draußen, danke an die Jury, danke an das ganze Team. In den vergangenen Monaten Biggie. Oder in den letzten 2 Jahren gab es sehr viele Höhen und Tiefen für mich. Ich bin stolz auf mich selber. Icon 5 war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe und dass ich die Jungs auch alle kennengelernt habe. Was soll ich sagen? In Zukunft einfach abreißen, ihr werdet vieles von mir hören. Ich liebe euch alle, danke schön für den krassen Support. Dankeschön, Dankeschön an alle, an das ganze Team erstmal, an Icon, an das ganze Team und Dankeschön auch an alle Jungs, die mitgemacht haben. Dankeschön an die Jungs, die gerade hinter mir stehen. Das war eine geile Zeit. Sie ist noch nicht ganz vorbei, aber bald wird sie wahrscheinlich vorbei sein. Und ich würde gerne zum Abschluss eine Sache machen, die wir mehr als alles andere hier gemacht haben. Einmal Applaus für Skandal und für die ganze Top 17, die hier in der Villa sind. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Und die letzte Hürde werdet ihr morgen bestreiten müssen. Noch eine Hürde, okay. Ich check. 130.000 Zuschauer, ne. Digga, 130.000 Zuschauer. Das ist verrückt, Chat. Das ist wirklich verrückt. Liebe Zuschauer. Ich möchte mich erstmal bei euch ganz herzlich bedanken. Oha, so oft Danke bekommen, ne? Ich schwöre, reicht gleich, ich hab nichts gemacht. Von Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres durch all unsere Höhen und Tiefen begleitet. Ihr habt die tiefsten Punkte von Icon 5 gesehen und ihr durftet auch die höchsten Punkte miterleben. Aber eins ist klar, Icon 5 wäre niemals so ein riesiger Erfolg gewesen ohne euch. Mit Icon 5 haben wir wirklich jeden einzelnen Rekord, der in der gesamten Geschichte von Made und Icon gewesen ist, gebrochen. Und die einzigen, die zu danken sind dafür, seid ihr. Die Top 5 steht jetzt offiziell fest. Wir
haben unseren Job getan und geben jetzt unsere Stimmen und unsere Macht, die wir in Icon haben, an euch ab. Das heißt, ihr Zuschauer da draußen könnt jetzt für euren Favoriten abstimmen, indem ihr Hashtag und den Künstlernamen unten in die Kommentare schreibt, wie es auch bei der ersten Runde möglich war. Das heißt, zeigt Support, zeigt uns, wen ihr gerne auf Platz 1 sehen möchtet und die Ergebnisse und Gewinner werden euch dann im Februar offiziell mitgeteilt. Wir, das gesamte Team von Icon und die Jury haben unser Bestes gegeben, die Künstler auf eine erfolgreiche Karriere in der Industrie vorzubereiten. Und jetzt liegt es an euch selbst. In den nächsten paar Wochen werdet ihr noch Solo-Projekte von den Top 5 sehen, um euch die Entscheidung, wer auf den ersten Platz von Icon 5 soll, einfacher zu machen. Was? Das heißt, verfolgt weiterhin den Channel, checkt die Projekte ab und stimmt fleißig für eure Favoriten. Warte mal. Und bevor ich es vergesse, ich möchte euch jetzt noch darauf hinweisen, dass die Bewerbungsphase für Icon 6 jetzt offiziell angefangen hat. Das heißt, wenn ihr da draußen denkt, dass ihr das Zeug dazu habt, neben den Villa-Kandidaten zu stehen, dann solltet ihr auf jeden Fall eure Bewerbung einsenden. Und damit ist alles gesagt. Februar? Wir vom gesamten Icon-Team wünschen euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann spätestens im Februar bei der Siegerehrung für die Top 5. Was? Ihr Scheißfick! Ich hab mich hier hingesetzt, Digga! Wie Februar? Ist das Champions League? Ist das Champions League, dass das Februar erst weitergeht? Da kommt Champions League! Wie Februar? Was, die meinten doch, es kommt noch was. Das war gar nicht die letzte Folge. Oh mein Gott, die machen Open End. Die machen Turnierformat mit Open End am Ende. Wo war die Logik? Wo war die Logik? Oh mein Gott. Chat, oh mein Gott. Wir haben uns verarscht einfach. Digga, ich hab's nicht mal verstanden, ne? Ich hab's nicht mal verstanden. I'm a motherfucking loco, man. Shut up. Amen, Bruder. Bruder, ich hab das nicht verstanden, Bruder. Ja, erklär mal kurz. Was denn? Ich hab die letzte Folge geguckt, Bruder, da ist kein Ende. Ja, Bruder, jetzt komm, bist du live? Ja? Mach das kurz live. Bist du live gerade? Ja. Ja, Bruder, jetzt kommen die letzten Songs von uns und die Leute müssen jetzt voten, Bruder. Das heißt, jetzt kommen auf deren Kanal eure Songs einzeln? Also nicht jetzt. Also es wird bald jetzt von uns kommen, letzte Dings, und dann die Community entscheidet. Im Februar erst? Schon für früh, aber im Februar ist die Siegerehrung. Da gibt's noch, das ist die letzte Folge, das war gar nicht die richtig letzte Folge. Das ist die letzte Icon-Folge mäßig und jetzt kommen nur, lass dich überraschen. Jetzt kommen nur noch Videos und Siegerehrung. Genau, mein Bruder. Oh mein Gott, Bruder, ja. Oh mein Gott, Bruder. Bruder, es gibt 130.000 Leute am Tag. Ja, ich hab gesehen, geistkrank. Wallah, nicht normal, Bruder, wallah. Geistkrank. Zu krass. Okay, ich bin gespannt, was von dir kommt, Bruder. Wallah, Bruder, lass später mal quatschen, Bruder. Morgen, wann du Zeit hast, Bruder. Ja, yeah. Ich mache, Bruder. Ich muss dich haben, mach ich. Baba, halt dich, Shabab. Und Eldos, sag Eldos, Bruder, ich lass ihn immer noch nicht verschütten. Eldos wird gesucht. Eldos wird gesucht, Bruder, mit Dings, mit Drohne. Nein, ich hab was. Nein, ich hab was. Er sagt, Eldos wird gesucht. Eldos, benimm dich. Okay, benimm dich. Okay, jetzt habe ich gecheckt. Das heißt, ist noch nicht ganz vorbei. Es kommen nochmal einzelne Lieder von den Künstlern und dann wird entschieden. Boah, das war aber ehrlich kompliziert, ja? Ich habe sogar Abi gemacht, das war ein bisschen einfacher. Das war ehrlich ein bisschen einfacher als diese.